very thin, like a very thin. Hallo, ich bin der Luis und ich spiele Tom Sawyer. Hallo, ich bin der Leon. Ich spiele den Huckleberry Finn, den besten Freund von Tom Sawyer. Zieh die Schuhe aus, laufe querfeldein, immer runter zum Fluss, über Stock und über Stein. Und danke, sehr schön. Gut, gut, okay, genial. Fusselcheck! Fusselcheck! Check, der Fussel. Ich habe mal zu meiner Mama gesagt, Mama, ich möchte mal so sein wie Tom Sawyer. Wirklich frei bist du nur als Pirat. Und wenn dir einer dumm kommt, legst du ihn einfach um. Als dann Maske und Kostüm war, direkt am ersten Tag, das war echt was Besonderes, weil man hat sich irgendwie ganz anders gefühlt. Toms Kostüm ist einfach Kinderkleidung aus der Zeit ist. Natürlich ein bisschen dreckig, ne? Weil er lebt ja Abenteuer, aber es hinterlässt ja Spuren. Kinder werden schwer dreckig gemacht, ne? Indiana Joe wird etwas dunkler gemacht. Ne? Und dann kam irgendwann die Nase ins Spiel. Ich habe mich dagegen gewehrt, weil das für mich natürlich anderthalb Stunden Maskenzeit bedeutet. Diesen ganzen braunen Farben und mit diesem Haarwachs und alles Mögliche in den Haaren. Und dann, das kommt einem dann schon so ein bisschen eklig vor. Hermine wollte unbedingt, dass wir das Historische modernisieren und nicht so ganz, ganz, ganz klipp und klar historisch werden. Ne? Was auch ganz Erdiges hat und ganz Lebendiges hat. Tom Sawyer! Huckleberry Finn, Huckleberry Finn, Huckleberry Finn! M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I down the Mississippi! M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I rowing down the river! M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I down the Mississippi! Es ist ein Abenteuerfilm. M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I rowing down the river! Zieh die Schuhe aus, ein, immer runter zum Fluss, über Stock und über Stein. Ich persönlich fand das die beste Szene, weil das einfach so das Anspruchsvollste war. Als wir dann da oben die Kampfszene hatten, es war einfach toll, irgendwie nicht gedoubelt zu werden, sondern man macht das so selber. Und das war einfach spannend, so hoch in der Luft. Haben uns beide gut geschlagen. Du bist ein toughes Mädchen. Das Abenteuer, die Spannung, die Romantik, was wir eben auch haben. Und ich denke, dass dieser ganze Film alles hat, was einen guten Film ausmacht. Rassen, Saufen, Frauen in Höhlen sperren. Also auf jeden Fall ins Kino gehen, ist klar. Einen riesen Schatz haben die zusammen geklaut. Wo ist der Schatz jetzt? Irgendwo auf Jackson Island. Da wartet er auf uns. Wir verduften und holen uns das Gold.